Nummer 5. Auf dieser Aufnahme sehen wir eine Gestalt, die unverletzt durch das Feuer läuft. Nummer 4. Ein junges Ehepaar ist in ein neues Haus eingezogen. Über die ersten Wochen war es ruhig und alles schien perfekt zu sein. Nach einer Zeit bemerkten sie jedoch, dass einige Dinge im Haus verstellt wurden. Daraufhin installierten sie Überwachungskameras, um herauszufinden, was diese Geschehnisse verursacht. Es hat den Anschein, als hätten die beiden einen Poltergeist als unerwünschten Mitbewohner. Poltergeister sind meistens harmlos. Im Sinne, dass sie die Menschen nicht verletzen. Dennoch sind diese Wesen faszinierend, da sie stark genug sind, um Einfluss auf physische Objekte in unserer Realität zu haben. What the hell? Shut up! What the hell? Did you see it? Nummer 3. Ein Mann in einer Maske sagt gerade die letzten Worte über den Verstorbenen, aber richte deine Aufmerksamkeit auf den Deckel des Sarges. Es sieht aus, als würden die Fäden hineingezogen. Keiner der Anwesenden, außer dem Kind dort, scheint es zu bemerken. Seid ihr der Meinung, dass diese Aufnahme wirklich jemanden zeigt, der lebendig begraben würde? Als Kurzinfo, ab 500 Abonnenten werden weitere Funktionen für meinen Kanal freigeschaltet, wie der Community-Bereich, in dem ich sobald freigeschaltet Wahlumfragen posten werde, in denen ihr entscheiden könnt, welches Video ich als nächstes auf diesem Kanal machen soll. Also wenn euch die Thematik dieses Kanals gefällt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und da ich schon dabei bin, darf ich mir noch einen Daumen nach oben schnauben, bitte? Vielen Dank! Nummer 2. Diese Aufnahmen stammen von einem Büromitarbeiter, der seltsame Geschehnisse in seinem Büro bemerkt hatte. Er dokumentierte den Fall so gut wie er konnte. Okay, you guys, so this is the door that moves on its own, and that's the chair that moves on its own. And I'm just... tired, you know? There's absolutely nothing
here this time. I'll start again tomorrow, maybe, and we'll see what. Okay, so, I'm the only one here right now, and the door just closed. Okay, so I'm here by myself. All of these green lights means that there's no motion, right? Look in this room. What in the world is that? That is insane. I have never seen something like this. This is directly beside me in the next room. Nummer 1. Thank you.